Plasmakern und halt die Feuerrate da. Ja, die Sachen da rechts, die werden uns nichts bringen, weil. Ja. Neue Waffe. Plasmakern. Ja, Plasma-Brennstoff, super. Oh, ich kann 3 Wachen mitnehmen. Cool. Wenn ich 3 Wachen mitnehmen kann, kann ich doch eine von meinen anderen Wachen da mitnehmen. Ich weiß doch noch nicht welche, aber... Ja. Na, kann ich das nicht. Testbarkern. Militärantrieb. Upgrade-Platin. Feuerrate. Ne, die Feuerrate würde ich wenn nur auf meinen Plasma-Cutter setzen, weil der dann doch am coolsten ist. Meiner Meinung nach. Genau. So. Dann hätten wir den auch mal verbessert. Aber ein bisschen Zeit habe ich noch zum Aufnehmen. Ja. Ja. Ich mich frage, man soll angeblich ja, ich habe das gehört, man soll so ein Ding losschicken können, so einen kleinen Roboter oder sowas. Ich weiß nicht, habe ich den schon oder wie läuft das hier ab? Keine Ahnung. Stasekanone, ne? Hätte ich so eine Schlange? Na? Tja, auf K soll das angeblich gehen. Na, falsch. Ja, ich habe halt hier so ein paar Upgrades, aber ich habe noch keinen. Bist du wieder da? Hey Nelius. Herr Nelius, hören Sie uns? Super, der wird bestimmt gleich losschreien oder so. Wahrscheinlich genau in dem Moment, wo ich total am Chillen bin und relaxen. Isaac, es tut mir leid. Es passiert im Moment so viel. Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Also, jo. Hier geht es um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Als ob ich eine Wahl hätte. Ich will irgendwas mampfen. Perfekt. Super. Und jetzt? Mein Internet rennt wieder. Bah! Oh, bah! 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 Drück da drauf, oder? Ja. Hier rum. Runter damit, ja. Aktivieren, würde ich raten. Also ich rate jetzt. Das Viech hat sich hier ausgebreitet. Okay, so gut. Oha. Arm. Immer rollen. So. Lass mir mal sein Ärmchen da auf. Junge. Ich weiß doch nicht.
Oh, achso, das war gar kein Gegner. Das warst du. Hallo. Okay, so langsam komme ich da auch raus mit dem Ziel, wohin ich ballern darf. Nicht darf, wohin ich ballern soll. Ja, wenn das eine Endpost ist, dann ist das noch ganz chillig. Also. Gut. Eine, dann auch Arme oder so. Dann hau ich ihn einmal hier. Ich höre gar nicht mit Headset. Aber ich muss auch die Gegner sein müssen. Tschüss. Ominöse Gestalt des Grauens. Und da kommt wieder der Porno-Tentakel. Hallo, der Tentakel. Wir haben einfach weggeklatscht, das Ding. Sehr äquivalent. Moment mal. Oh. Der Porno-Tentakel wieder. Ah! Ich kann hier gerade nicht, ich geh mal weg, Oppi. Opa! Nee. Jetzt kommt noch einer, hallo. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe gerade keine Zeit für dich. Versteh doch mal meine Not. Mensch, doch mehr zu sagen. Entspannt, wie ich sagen musste, so. Hier ist es ruhig. Ja, da hab ich gehört. Auf Menschen eintreten. Wie muss ich damit? Ja. Wo lang? Ah, da durch die Tür. Ja, dann machen wir es mal. Vor allen Dingen alle, da treffe ich so laut wieder drei Stück. Nenne, mir hilft, will keiner helfen. Nein, ich soll alleine? Zum Quartier des Captains. Alleine. Ne? Alleine. Sollte dem sein. Nö, nö, der soll anscheinend Spielzeug wiederholen. Ja. So. Ja. Oh, was haben wir denn hier? EN-Wandler. Ich weiß nicht, was das ist, aber. Ich hab halt da was von. Wolfram Altmetall. Oh. Somatgel. Achso, die brauche ich irgendwo für. Dann wollen wir mal diese Tür hier öffnen. Es scheint mir... Moment mal. Oh. Durchgekommen. Verdammt. Warte, ich lebe noch. Ich bin noch nicht gestorben bis jetzt. Isaac, hier Carver. Ja, wir sind hier alle in Sicherheit. Was ist mit den anderen? Sie werden leben. Wir treffen uns im Quartier des Admirals. Lassen Sie mich nicht warten. Ah, Sau. Was ist doch? Rutscht immer näher an mein Mikro, merke ich gerade. Eigentlich ist es rein logisch, dass ich weiter weg vom Mikro rutsche und vom Monitor weg, aber nein. Ja, Gänsehaut vorprogrammiert, ne? Ja, aber echt mal, ich könnte das holen. Und, ja. Mhm. Ah! Du Hurensohn! Geh weg, geh weg! Nee! Ja, noch einer, ist gut, ist gut. Ist ja gut, ist ja gut. Auf Beine, ja, auf Beine, schön. So, wo war ich? Hm? Ja, ja, ich wollte, ich kann jetzt auch holen. Dann steigst einfach mit ein, dann habe ich nur geteiltes Leid.
aktivieren. Ich schlaf vielleicht nicht ein. Was hat denn hier? Was ist denn das? So, ich glaube, jetzt habe ich. Okay. Also das Hacken ist ja mal mega umständlich, ne? Du musst mit den Pfeiltasten und der Maus gleichzeitig agieren. Und die irgendwo hinschieben. Ist das ein Aufzug? Selbst die selbst diese scheiß Türen sind furchterregend, ne? Oh, Altmetall. Komm. Raus kann ich Munition basteln. Nur noch ein paar Minuten. Was ist hier los? Dann ist die Aufnahme fertig. Ich entferne diesen Kloß. Alter, ich fühle mich so seelisch geschändet. Das geht gar nicht mehr klar, wie ich mich hier geschändet fühle. Das freut mich. Hier ist Blut. Super. Ich frage mich, was ich in der Aufnahme noch sehen werde. Komm. Es sieht auch schon auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Oh, Cutscene. Für den Toten erschießen. Oh mein Gott. Was ist hier los? Moment mal. Isaac? Was ist hier los? Was ist denn los? Nichts. Alles in Ordnung. Okay. Alles okay. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuert. Gott. Wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus. Alter, Falk. Moment mal. Oh. Clark, kommen Sie zu sich. Los jetzt, Clark. Erstens, ich will hier nicht weitermachen, ne? Hab ich noch nicht erwähnt, ne? Ja, bitte. Zum anderen trete ich mal eben den Tunnel zusammen. Guck mal, was? Ne, hast du noch nicht. Zum anderen. Ich hab noch. Oh, was hab ich denn hier? Abspielen. Verdammt, Marjorie. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Gütiger Gott, Unterstützung für den Krieg und unsere Kampf. Haben wir noch? Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns lässt die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine Frage. Buckle hier. Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier. Alter, ich bin ab und zu so leise, weil ich einfach so eine. Vorhin gerade war der andere Typ hier, ne? Der eigentlich im Korb hier den Rücken frei hält. Jetzt ist er nicht mehr da. Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Ja. Dem größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Wir müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie.